Da kommt der Brad Pitt. Muss mal erschreiben, Einladung. Hallo meine Lieben, wir zeigen euch heute, wie wir eine Playmobil-Stadt bauen. Das ist ganz schwer. Ich habe heute nämlich die Fotos abgeholt vom Kindergarten. Ja. Du hast sie noch gar nicht angeschaut. Documenta Kassel musst du nur schreiben. Termin. 1.7. Ja, deswegen, das fängt doch jetzt nicht an, was ihr mir erzählen wollt. Da kommt schon hin, 1.7. Du, weil die haben es zweimal gemacht. Einmal in Griechenland. Ja. Ja, deswegen, genau, Athen. Und einmal Documenta in Athen, in Kassel. Die läuft schon in Athen. Genau. Schnell hin, da sehen wir noch was. Aber in Kassel ist es später. Da kommt der Brad Pitt. Muss man erschreiben, Einladung. Ja, der schreibt Einladung. Sagt ihm, dass letztes Mal Brad Pitt hier war. Der Last, sag immer, und du hast auch. Brad Pitt coming to the Documenta. Brad Pitt are coming to the Documenta. You know Brad Pitt? The husband from Angelina Jolie. Yeah. And he comes to Kassel the last time when Documenta was. For, I think Documenta is 4 Jahre, ne? Yeah, all 4 years. Was zeigst du ihm jetzt ein Papier, den kennst du? Ja, war in Kassel. Kassel. 2012. 5 Jahre. Alle 5 Jahre. Draußen ist so warm, wir haben fast 30 Grad, glaube ich. Ja, das ist ja? Ja. Fast 30 Grad. Ich glaube, es sind bei 30. Hier drin ist es schön kühl, Gott sei Dank. Ja. Es tut gut mit den Kindern jetzt hier zu sitzen. Wie gesagt, Selin kommt auch jetzt bald. Ist bei Freundin. Ja, sag du. Mit der Lamia spielt sie, glaube ich. Mit der Mia, ja. Mia, ja. Und Patricia, denke ich, ist so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr da. Dann bin ich im Laden. It's something lizard. You're having some trouble. Need an extension. It's not a joke, it's really. Ja, wie du versuchst, Englisch zu sprechen. Wart mal ab hier. Also nein, das, was du Mama geschickt hast mit dem Tanken. Ich habe mich so weit geleitet. Was für ein Tanken? Wo jemand getankt. Das hast du doch von Tata, ne? Nee, ich habe von Dindi. Echt? Ach, das Video. Das ist so geil. Aber da spreche ich doch gar nicht. Ich bin das doch gar nicht. Ich weiß. Aber ich dachte, du hättest es Mama geschickt. Ja, ich hab das ist so genial, das Video. Ich hab das gekriegt von jemandem, vom Weberli. Ach doch, du, ne? Von mir hast du das gekriegt. Das hab ich vom Weberli gekriegt, das ist eine HR-Kennzeichen. Ja, deshalb. Ach ja, du, stimmt. Und ich hab's dir geschenkt. Das weil du andere. Hast es mir gleich gesagt. Genau, das andere mit diesen Dings war von Dindi. Mit diesen, wo man sich erschrecken kann. Ja, genau. Hallo meine Lieben, ich werde jetzt euch ein bisschen zeigen über Kokosöl, weil manchmal, ich weiß schon ein bisschen über Kokosöl, ich will es einfach mal euch zeigen. Also Kokosöl benutzt meine Mama oft, also sie nimmt es so in den Mund, so einen Esslöffel, so einen halben Stück und dann so bis zu 5 Minuten lang und sie sagte auch, dass man da mit Mundgeruch losgeht. Ich mache das manchmal auch. Ich dachte erst 20 Minuten, aber das habe ich
nie geschafft, deswegen. Und jetzt mache ich 5 Minuten. Und es riecht auch gut und man kann es auch, wenn man kein Ölrad zu Hause hat, kann man es auch da Kokosöl benutzen. Ich würde damit auch gerne andere Sachen machen. Wir können ja mal testen, das was ist man Kokosöl mit. Kokosöl. Ah, das ist Kokosöl. Oh, das könnte man ja fast essen. Hier ist es lecker. Ja, man könnte es ja auch als Duft benutzen. Stimmt. Man kann es so lecker, hinstellen. Hm? Lecker, gell? Hm. Man kann es auch einfach auf. Man kann es ja einfach auflassen, den Deckel unten drunter. Das lag hier. Wow. Ja, und dann kann es ja so sein, nach einer Stunde oder sowas, duftet hier so nach Kokosöl, wenn es vielleicht mal stinkt. Riecht echt gut. Dann habt ihr auch wieder Geld gespart, gell? Also Geld gespart hat man es nicht, weil man... Also, aber es ist, glaube ich, sogar günstiger. Hat, ich glaube, es ist günstiger als so andere. Denn wenn man schon da hat, habt ihr jetzt nicht sowas gekauft? Gell, das ist ja für den Duft extra dafür, gell? Eigentlich reden wir jetzt über Kokosöl. Ja, ich würde es am liebsten gleich alles essen, aber leider ist es ja nur Kokosöl. Riecht total gut. Ob da Zucker drin ist? Bestimmt. Ja, das ist wirklich Zucker. 0 Gramm? Okay, das ist zuckerfrei. Ja, aber wieso steht denn davon Zucker? Ja, die meinen, dass da Zucker 0 Gramm ist. Weil ja, 0 Gramm ist ja gar nichts. Hast du ja nicht mal einen Krümmel. Ja, sie meinen, guck, damit man denkt, das muss ja schon draufstehen, dann denken, weiß man ja nicht. Ist da was drin? Ist da nichts drin? Handy extra. Ich lasse es mal einfach mal so auf. Vielleicht gucken wir nach mal einer Stunde oder einer halben, ob es schon ein bisschen danach riecht. Hallo meine Lieben. Wir zeigen euch heute, wie wir eine Playmobil-Stadt bauen. Das ist ganz leer. Ich zeige euch das mal. Isel, hier. Ich dachte in dein Zimmer, weil wenn hier jemand durchgeht und Gianni. Stimmt ja, mach mich lieber. Na tschüss, Zimmer. Der Tyler kommt dann nochmal. Weißt du noch? Oh, stimmt. Oh Gott. Wir müssen hier. Wir müssen und auf dem Boden wäre es trotzdem nicht gut. Gianni kommt doch auch immer rein. Wo ist meine Playmobil-Bettwäsche? Mann, ey. Das ist ein bisschen schwer. Guck mal hier, guck mal hier. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Sonne scheint, ich genieße noch so ein bisschen das Caprio. Und ja, gleich würde ich natürlich das Verdeck zumachen, denn ich habe diesen Windschutz, der hinten dran gemacht wird, damit man auf der Autobahn ja damit besser fahren kann, habe ich nicht. Und aus diesem Grund würde ich auf jeden Fall das Ganze zumachen. Und ja, ich hoffe, in 2 Stunden da zu sein. Es ist ein bisschen viel Verkehr. Eventuell brauche ich 2,5 Stunden, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Es war sehr schön und der Tyler, mein lieber Mann, ist sehr gut erzogen. Also ja, er vom Typ her ist super sympathisch und ich glaube, Dave und Claudia haben da bei der Erziehung wirklich alles richtig gemacht. Boah, der ist scharf. Das ist nicht scharf. Der ist scharf. Das darf. Der Baba. Was zum Brocken, ne? Der Baba. Das ist der Baba, ja. Wir gehen jetzt in den Innenhof ein bisschen raus und dann durch Luft und spielen. Wow, ist cool. Was gibt's denn da alles draußen? Willst du schon sehen? Ah, das gibt's
testet mich. Mal gucken, mal. Ah, das ist los, du. Nein. Das ist los. Nein. Boah, ich bin nur. Gib's her. Cousin. Johnny ist ins Auto. Johnny will ins Auto. Isa spielt im Sandkasten. Johnny, pass auf, nicht auf die Straße. Isel, geh da weg, Isel. Johnny, John. Isel, Vorsicht. Johnny, warte. Super, Johnny. Ich wollte meine Schuhe. Das ist doch okay, was du anhast. Achilla, in Amerika laufen die durch die Gegend barfuß. Super, Johnny. Ist das eine Sonne ist da? Eine ja. Sonne! Ja, die Sonne ist da. Eben den Idris angerufen und gemeint, ja, ich muss einen kleinen Umweg fahren wegen einem Stau. Und er so, kannst du bitte die Sally mitbringen? Ich so, was? Wo ist sie denn? Ich dachte schon im Kindergarten, aber nein, sie war bei meiner Freundin und guckt euch das mal an. Sie hat schon Schlafanzug an und ist gebadet und riecht so gut. Hallo. Hallo, Sally. Ich habe nicht in die Hose gepackt. Ich habe nur gebadet bei die. Seid ihr jetzt? Und wir kommen. Wir kommen. Nee, wartet mal. Wir sind gleich da bei Sally. Was? Seid ihr noch bei Nora? Ja, yeah, wir sind 2 Minuten da. Bis gleich, tschüss. Super, hast du toll gemacht. Ja, der Papa kommt jetzt aber. Selin, hast du schon gesehen, was für schöne Fotos wir hier haben? Ah, ich habe heute nämlich die Fotos abgeholt vom Kindergarten. Ja. Du hast sie noch gar nicht angeschaut. Bin das perfekt. Ja, so süß. Zack. Meine Babys. Und mein Baby. Wenn alles nur ist. Ja, ganz viele Sammels. Warte, also. Guck, das ist die Rowan. Da ist die Kraft mit. Weit mit dir halten. Das ist die Sylvia, das ist die Katrin. Das ist die. Das ist die. Der Rafina. Und das. Weiß ich nicht mehr. Der ist so komisch, gell? Der guckt so komisch, gell? Ja. Und der Makita. Du. Und der Patrick und der Mika, da bin ich. Oh, bist du süß. Ah! Ich bin in die Mitte da. Hi. Hallo. Guck mal, Jenny, wer da ist. Wie er hierher gefahren ist. Mach Platz für den Herkules. Guck mal Selin an. Hallo Selin. Hallo mein Schatz. Wie geht's dir? Hui. Ich hab den Pieter gemacht. Ja. Aber ohne. Gib kurz, ich hab dich voll vermisst. Wo warst du? Wie der zu dir gefahren ist, Schatz. Hallo. Baba, die Lämpchen. Mhm. Bewegt sich, ja. Komm zu Mama, okay. Dann, Baba, ja. Über alle Berge bist du gehen. Es ist 8 Uhr, alle Kinder gehen ins Bett. So, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Nein, vor einer Stunde oder sowas. Diese Hosen kommen von mir. Wir gehen jetzt gleich, ich mach die Kinder fertig und dann geht es gleich ins Bett. Lass es doch mal, ich tue das viel.
Okay, meine Lieben, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich sollte auf jeden Fall mich jetzt auch hinlegen, sonst wird es wieder zu spät für die Kinder. Ich muss auch sagen, nach der Fahrt und nachdem ich um 5:30 heute Morgen aufgestanden bin, wird mir das richtig gut tun. Also ich freue mich aufs zu Bett gehen und wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis morgen.